Der Magier kam wie ein Geist aus der Leere, um sich von seiner Vergangenheit zu befreien. Silas und seine Phantomdolche wirbelten schmerzhaft durch die Feinde. Unter seinem Befehl tränkten Energiesplitter den Weg mit Blut. Er nutzte seinen Schmerz wie eine Waffe und schlug, hieb, schmetterte, bis sich niemand mehr gegen ihn erhob. Doch trotz dieser Angeberei war er treu und schützte seine Verbündeten mit seinen Zaubern, um feindliche Angriffe abzuwehren. Selbst die mächtigsten Feinde gingen bei seinen abgründigen Visionen auf die Knie. Silas war auf dem Schlachtfeld wie ein Geist. Kalt, tödlich und nicht aufzuhalten.